interessant und hat zugehört und sehr Okay. informativ. Bitte schön. Ganz Dankeschön. toll. Na gut. Na gut. Dann tue ich dich mal raus, Pinocchio. Ja. Alles Und klar. Wally, Ciao. ciao, macht's gut. Und Wally, Ciao. Budderel soll nicht reden in Liebe, gell? Nur, dass du weißt. Das ist zwar Mahnung, Ja, aber in nee, Liebe, ne? ich habe ihn jetzt völlig verstanden. Ich hatte ihn vielleicht anfangs falsch verstanden, deswegen. Ich So, hatte, hallo? ja. Gott ist Segen, hallo? Gottes Segen. Hallo? Der putzt seine Zähne gerade, oder was? Ja, du hast Ja, gerade sorry. gesagt. Ja, Oder er putzt was seine willst? Badewanne oder Warte irgendwie mal ganz sowas. kurz, du hast Nein. irgendwas gegen den Reser gesagt, ne? Ja, also pass mal auf, Resa. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich wollte das schon lange sagen. Wer ist denn Ich dieser bin Mann? eine Wer Frau. ist denn dieser Mann? Ach, das ist eine Frau. Ach so, ja, Entschuldigung. Das war sehr männlich, die Art und Weise, wie du jetzt geredet hast und die Stimme Ja, alles. ich Okay, Entschuldigung. wusste nicht, eben mein Handy liegt woanders. Ach so, Und okay, ja, zwar, gut. Ich habe dich also, verwechselt mit einem Mann. ich finde, erstmal Gottes Segen, Brüder. Ja, zwei Ja, Sachen kurz. Gottes Erstens Segen. mal, diese Frau fand es einfach wahrscheinlich ein bisschen hart, jetzt die Walli, weil wir Frauen ja ein bisschen weicher sind. Und eure Aufklärung finde ich auch gut. Ja. Aber zwei Sachen. Der eine Bruder vorhin hat auch was gesagt, diesen Vergleich mit dem Götzendienst, ja. Ja. Und also das ging ja eigentlich an den anderen, geht erstmal an den anderen Bruder. Der hat das doch gesagt mit dem Fußball und mit den zwei Herren. Nein, Und ich da habe das müssen nicht mit dem wir. Fußball erklärt. Ich hatte das mit der Gemeinde zusammen, sich zu treffen und den Nein, Herrn das preisen, nur hatten wir dass er vorher. versteht. Das mit dem Ja. Fußball hat er selber gesagt. Ich habe das nur noch mal mit dem Fußball Ja, erklärt. ich Vielleicht hat er das verstehe dann schon. verstanden. Okay, lass mich kurz ausführen. Dieser Ja, bitteschön. Götzendienst mit diesem, wir alle müssen uns prüfen, und da rede ich auch für mich, weil Petrus nicht umsonst sagt, Gold und Geld habe ich nicht. Und wir dienen, die meisten Christen gehen immer noch auch meistens arbeiten. Die wenigsten machen jetzt ihr eigenes Handwerk. Also müssen wir uns erstmal selber prüfen, ob wir nicht auch noch gewisse Art von Götzendiener sind. Solange wir nämlich noch Das sind Angestellte doch, sind. pass auf, du vermischst gerade, Nein, pass nein, ich auf, vermische jetzt hör gar zu, nicht. nein, Moment, nein, und ich warte bin noch bitte, nicht nein, fertig. warte bitte, warte bitte, warte Ich bin bitte. noch Du nicht vermischst fertig. gerade Gefühle, du vermischst gerade Gefühle mit Nein, dem, ich was ich vermische, gesagt habe. nein. Ich Nein, habe nein, in nein. Gleichnis gesprochen, nein, das, nein, nein, ich Du habe in hast von Gleichnissen Götzendienst gesprochen. Warte gesprochen. bitte, warte, ja, warte bitte, Nein. warte bitte. Du redest hier von jemand, der in der Freimaurerei ist, ja? Leute, die höher da kommen, tun Menschen opfern. Um Blut trinken. Wenn du das nicht wahrhaben möchtest und nicht Das habe ich akzeptieren möchtest, verstanden, aber ist das du, nicht es meine ging Schuld. um ein Pass auf. Und Gleichnis. er sagte, warte bitte, er sagte öffentlich, dass er dazugehört und dass er noch in der niedrigen Phase ist. Und Ja. dadurch habe ich versucht, ihn zum Herrn zu bringen. Und dass du jetzt reinkommst und Gefühle mit reinbringst, sorry, dass ich zornig war, sorry, ich darf nicht zornig werden, Ihr dass seid die du ganze Gefühle Zeit reinbringst, zornig. Ihr seid die ganze Zeit zornig. Das merkt ihr nur nicht. dass du Gefühle da reinbringst. Wenn Nein, ich ich sag jemand hier die ein Gleichnis Wahrheit. mache, wenn ich jemand ein Gleichnis mache, das ihn beweist, dass dir die Freimaurerei mehr anpreist als seinen Gott, kommst du hier Du rein und kommst jetzt mit einem musst vorher Bibelvers, den ich prüfen, ob du anders nicht erklärt selber habe. ein Götzendiener bist. Und Pass auf, jeder von uns, wir müssen getroffene uns der Hunde bellen. Obrigkeit, wir müssen, Getroffene pass auf, Hunde Bruder bellen. Danny, Ihr wisst warum gar holst du, nicht, was Bruder Danny? alles Götzenbilder sind, glaube ich. Die Bruder kratzen Danny, wer voll bist du? noch an der Oberfläche. Götzendienst. Götzendienst, ganz Herr vom Reser. Bruder Danny, Also wir warte mal, lassen warte uns mal, jetzt hier als Hexentönchen, alle, Frauenkleid lass doch einfach mal mal einen mundtot machen, ausreden. Ich ne? dumm, ich spreche Ja. alle. Ja, Hallo, wer erstmal war denn Facebook. dran? Also Erstmal lass hallo einen zusammen. nach den anderen ausreden. Einen nach den anderen. Einen Sorry, nach dass den ich anderen. jetzt mal reinspringe, aber ihr versteht gar nicht, was alles Götzenbilder sind. Götzenbilder ist auch jede einzelne Götzendienst, Kirche, ob ihr glaube es glaubt oder nicht. Ja. Weil Jesus Christus hat gesagt, dass man unseren freien Himmel beten soll, weil der liebe Gott ist Amen. überall. Und Genau. warum ist der Aber liebe Gott überall? Weil er überall in uns drinne auch ist. Wir alle ja. haben den göttlichen Funken in uns. Genau. Aber ganz Wir kurz, brauchen keine ich will auch Kirche, wieder wir gehen. brauchen keinen Teufel, wir brauchen keine anderen Götter eigentlich. Wir brauchen nur uns selber Liebe Schwester, und ein ganz kurz reines mal. Herz. Warte mal ganz kurz, Warum ich tun mach's wir nicht fertig. Menschen, Ich wollte nur warum tun zwei wir Sachen Menschen? sagen und dann wieder gehen, Leute. Ich bin nicht weiter hier, muss nicht viele Worte machen. Ich wollte nur dem einen Bruder sagen, er hat den Vergleich gebracht mit dem Götzendienst und wir alle, wir Christen müssen uns als erstes immer schauen, dass wir 100%, und da haben alle Christen, die meistens noch auch ein Stück in der Welt sind, Probleme, weil eben zwei Herren ist auch, weißt du, andere Götter und meistens.
Die meisten Christen gehen noch arbeiten. Die meisten Christen haben nicht, wie die ersten Christen, alles verkauft und sind zusammen in ein Haus gezogen. Weil Gold und Geld habe ich nicht. Ja, wisst ihr, das ist nämlich eine ganz andere Sache und da sind die meisten Christen gar nicht hingekommen. Und Nummer zwei zu dem Resa, du bist ein starker Bruder, auch vorhin das mit der Esoterik. Aber es ist nicht so gedacht, dass wir uns... Das hat nichts mit der Kirche zu tun. Moment, Schwester, darf ich mal ganz kurz das Ende sprechen, dann gehe ich auch wieder. Weil ich einfach ihm sagen wollte, er ist ein starker Bruder, ist sicherlich so. Aber dass er jetzt irgendwelchen Schwestern sagt, wir dürften hier in der Öffentlichkeit gar nichts mehr sagen, das ist eine Irrlehre. Das stimmt nämlich so nicht. Ja, ich habe gesagt, eine Schwester, wenn Brüder schon da sind, kann sie nicht hinkommen und Brüder belehren. Ich belehre nicht, ja, ganz ehrlich, wenn euch als an Weisheit mangelt, vielleicht solltet ihr dann mal fragen, weil die Herangehensweise, das, was Amadi euch auch gesagt hat, ist nämlich nicht du bist immer rein, du kommst rein. Ich komme rein und sage euch mal, was ihr falsch macht und das mögt ihr gar nicht, das ist mir schon klar. Aber hörst du das, Resa? Hörst du das? Ja, sehr rebellisch. Extrem rebellisch, emanzipiert. Ganz, alles ganz da, pass auf, ihr könnt mich hier verurteilen. In dem Moment, wie das ihr verurteilen, das ist, werdet ihr das ist ein werden, Urteil aus dem Heiligen Geist, ja, aufgrund deines Verhaltens. Ja, also glaub mir, ich habe ein starkes Zeugnis und an deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Wenn du hier auch immer bedrohst und deswegen immer sage ich dir, du sollst Buße tun, von neuem geboren werden und nach 1. Timotheus 2 dich still verhalten, weiblich verhalten, nicht dominant, nicht Brüder ermahnend, nicht über den Mann herrschen, sondern weiblich, weich, liebevoll und untergeordnet. Bruder Resa, die predigt mit DJ-Perücke. Guck mal, mit DJ-Perücke predigt die. Ah, jetzt siehst du, jetzt kommt das raus, Danny. Du bist auch so ein richtiger Troll, bist du. Reva, wir sind alle gleich, das kannst du alles vergessen. Die ganze Welt erzählt, kannst du vergessen. DJ-Perücke, mit DJ-Perücke und Sonnenbrille predigt die. Genau, ja. Aber an den Früchten werden wir erkennen, vorstellen. Oder mit so Perücke, mit Perücke. Die sagt ja auch zur Hexenkönigin Schwester. Wer sich selber erniedrigt. Und Danny, übrigens bist du eingeladen. Gestern habe ich übelst an dich gedacht. Was war gestern? Hast du gestern dieses Bild bekommen? Gestern war ich im Geist, weiß ich nicht, sollte gestern für dich beten. Was war gestern bei dir los? Ich weiß nicht, was du meinst. Also auf jeden Fall, ich hab ja einen neuen Garten, einen Schrebergarten, ne? So Laubhütte, Laubhüttenfest. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, ich muss dich einladen. Ich muss dich einladen. Ich habe irgendwie so gedacht, wenn der Danny dann kommt, und das meine ich jetzt wirklich ernst, und ich will auch generell, nur mal, damit ich nicht nur Welle mache, ich möchte gern, dass wir TikTok-Christen, uns dieses Jahr mal treffen. Dass wir uns mal treffen und eben vielleicht in meinem Garten oder was, dass wir da zelten oder, also ihr seid eingeladen. Das wollte ich sagen, auch du, Bruder Resa. Und ja, ich bin eher eine crazy Olle, von mir aus, kannst du so sagen. Aber ich mache das auch für Jesus. Crazy Olle sollte eine Schwester im Herrn sich so benennen? Keine Ahnung, Mann. Weil Jesus liebt ihn so. Danny ist auch, Danny wird auch immer ausgelacht, ja? Und mich lachen sie genauso aus. Ja, ist ja egal, genau, aber die gleichen Sachen. Crazy Olle. Aber eine Olle wenigstens. Also auf jeden Fall, ich gehe jetzt auch, seid gesegnet und seid einfach ein bisschen lieb, Mann. Wir sollen die frohe Botschaft verkünden. Bruder Resa, komm zelten mit der Crazy Olle. Komm, in unser Strebergarten. Nein, komm, Lagerfeuer machen. Das ging an die alle Christen, mein Leute. Ja, ich habe generell kein Interesse an Hexentum und sowas. Ne? Deswegen werde ich da nicht dabei sein. Ich habe einen Bibelgarten. Ey, Resa, komm mal klar. Du hast doch gerade die Hexenkönigin als deine Schwester genannt. Die wird auch eingeladen. Die wird auch dabei sein. Da macht ihr wahrscheinlich schon Hexenfeier. Wenn man jetzt einen Schrebergarten hat, ist man eine Hexe oder was? Alter, ganz ehrlich, sei gesegnet. Also du fluchst aber nicht wenig, Resa. Alte, komm mal klar. Alte, ich habe doch gesagt gerade, hörst du nicht zu, Alter? Was denkt ihr, was Salomon war? Du hast doch gesagt, die Hexenkönigin ist deine Schwester. Hast du gesagt, Alte? Kennt ihr Salomon? Du hast gesagt, Hexenkönigin, meine Schwester. Du kannst doch nicht eine Hexenkönigin als deine Schwester nennen, Alter. Hey, Alter, was geht ab, Alter? Hey, komm mal klar, Alter, du Fisch. Aber kennt ihr Salomon? Ja, ne? Aus der Bibel. Das ist das Niveau von heutigen Hexer. Das ist genau das Niveau von dieser ganzen Laodicea. So muss man mit denen reden. Alter. Aber entweder tust du etwas Gutes, dann tust du hallo auch etwas, zusammen, was Gott hallo, möchte, Gottes Segen euch allen. Oder du tust etwas Schlechtes, dann will es Gott nicht, ist doch klar.
Also die Hexenkönigin, was ich dir vor allem bis jetzt ist diese Hexenkönigin. Die ist die Geistreichste. Also darf die Geistreichste. Ich bitte kurz sagen, Resa? Ich habe auch alles schon gelesen, deswegen. Aber auch sämtliche andere Religionen. Hört ihr weil, ja, du machst ja deine eigene sehen. Religion. Du machst deine eigene ja. Religion, das ist das Problem. Aber die Schwester würde gern was sagen, die Schwester Gigi. Okay. Hast du überhaupt was an Hexenkönigin auf deinem Profilbild? Oder bist du halt ja, wenn nackt? Du sehen kannst, habe ich auch was an. Ja, aber ich sehe nichts. Du aber bist ganz, also fast nackt. Heißt aber nicht, dass man nicht geistreich sein kann. Könnt ihr euch gerne mal mein Profil anschauen. Also eine Frau, die mehr zu bieten hat, kommt nicht mit ihren Sexualorganen nach vorne. Anscheinend, ja, klar. Anscheinend fehlt dir ein bisschen an innere Tiefe. Und deswegen fehlt dir eben das, ich glaube, ich habe mehr als ihr alle zusammen. Verlassen kannst und eben mit deinen Sexualorganen hausieren gehst. Mehr als ihr zusammen. Ja, genau. Und deswegen sind intelligente Menschen direkt mit ihren Sexualorganen unterwegs, ganz groß in die Öffentlichkeit. Weil sie mit ihrer Intellekt punkten wollen. Ich kann mit beides punkten. Ist das so schlimm? Ja, ja, ich habe gesehen bis jetzt, wie viel Intelligenz du an den Tag gelegt hast. Ja, mehr als ihr leider. Deswegen schlage ich euch mal vor, lest ein paar Bücher und nicht nur die neue Bibel, auch das Alte Testament. Oh mein Gott. Das gehört nämlich auch dazu. Oh, ja. Eine Hexen- könnt ihr mich Königin hören? Mit halbnackt sagt, wir sollen die ja. Bibel lesen. Das musst ihr mal vorstellen. Was? Das ist schon keine Gummizelle mehr hier. Hallo, ja, Leute, ich habe alles Gummizelle schon gelesen. Auch jede Religion, die es bei uns auf dieser Welt gibt. Warte mal bitte. Ja, du hast eine Frage, ja? Ich habe keine Frage. Ich wollte euch mal kurz was sagen. Ihr sollt alle Christen in Jesus, ja? Und wir sollten als Christen uns nicht gegenseitig anfahren. Das gilt auch für dich, Resa. Und die Hexenkönigin hat auf eine Art auch schon recht. Wenn sie sagt, ihr werdet genauso gemessen werden, wie ihr den Messstab an jemanden legt. Ja, okay, vielleicht ist das nicht schön, wenn sie sich Hexenkönigin nennt, da bin ich auch ganz bei euch, weil eine Hexe ist was Okkultes und wenn du Christ bist, liebe Hexenkönigin, dann solltest du dich auch wirklich nach Jesus richten und nicht nach irgendwelchen okkulten Sachen oder sonstiges. Aber für dich, Danny, und für dich, Resa zum Beispiel, ich habe das jetzt gerade auch mitbekommen hier drin, ich meine das gut, ich meine das, ich mache das aus Liebe zu euch, ja, wir sollten nicht die Liebe des Herrn vergessen, weil Jesus ist auch in Liebe gekommen. Und nehmt euch bitte daran mal ein Beispiel. Pass auf, ihr könnt hier nicht nur auf, weil ich nicht warte, mal, wartet, bitte. Warte mal, ich bin Bruder, warte nicht fertig. Mal. Warte, Bruder. Ja. Ihr könnt nicht manche Menschen einfach urteilen, auch wenn sie Fehler machen oder es nicht gerade christlich ist. Ja, okay. Kommt bitte in Liebe und verurteilt euch nur sagen. Wir machen das dann. Bruder Wilter, willst du was dazu sagen? Ja, als der Herr Jesus die Geldwechsler mit der Peitsche aus dem Tempel gejagt hat, war das lieblos oder war das liebevoll? Sie ist raus, sie hatte keinen Empfang mehr, Bruder Resa. Aber könnt ihr mir erklären, warum sie reinkommt und die Hexenkönigin verteidigt, aber nicht hört, dass die Hexenkönigin gesagt hat, dass sie Christin ist, dass sie aber alle anderen Religionen kennt, akzeptiert. Die macht ihre eigene Religion und die Christen kommen hoch und verteidigen sie. Ja, weil auch der das Herr Jesus Christus nicht. Kannte der jede Religion, ob du was. Glaubst oder nicht. Genau, hat jede Religion, genau, natürlich, ja, natürlich, ist auch klar. Ein paar Mal wiedergeboren worden. Wir bilden uns jetzt, ob ihr natürlich, glaubt oder wir nicht, aber jetzt ihr bildet euch nicht. Natürlich. Ihr kennt wir machen nicht. Unseren eigenen ihr Glauben, natürlich, nicht. Klar, wir machen uns unseren eigenen Glauben. Wir gehen jetzt, wir nehmen ein bisschen von Hinduismus, ein bisschen von da, ein bisschen von da. Die natürlich auch genau. Von Menschen und dann schreiben wir eine komplett neue Bibel, oder? Ja, genau. Von nichts anderes und seid verblendet. Genau, wir sind verblendet. Genau, wir sind verblendet. Aber genau. Ich will was sagen. Merkst du, wie jetzt eine Schwester reingekommen ist und diese Hexenkönigin, so wie ich das verstanden habe, verteidigt hat, dass wir jetzt lieblos sind und hier die Hexenkönigin, ich weiß nicht, was ja, du ja, weil das Wichtigste mal, ist doch Liebe und Barmherzigkeit. Warte mal bitte ganz das kurz. Das wird gelehrt. Daran sollte jeder glauben.
Egal, du lässt auf nicht deinen Augen, wie ein Mann, wie ein Kerl, wie ein Rambo. Lass mich doch bitte einmal ausreden. Was bist du denn jetzt eigentlich? Was für eine Religion, was für einen Glauben hast du? Ich will das bitte jetzt einmal verstehen. Kannst du dich einmal wirklich vorstellen? Was ist dein Glauben? Was praktizierst du? Oder bist du so eine Zauberin, die im Wald geht mit einem Hexenkessel und da irgendwelche Pilze reingepfiffen hat und irgendwelche Magie da macht? Bitte sag mal jetzt, was machst du da? So, du kannst jetzt reden. Jetzt geht's wieder. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe keinen Glauben, weil ich jede Religion kenne und weiß, deswegen ist alles ein und das Gleiche. Deswegen sollte man in keiner Religion sein. Weil ihr macht euch damit nur Feinde, obwohl alle miteinander Freunde sein sollen. Und das begreifen manche nicht. Deswegen gibt es die ganzen Kriege. Was soll der Fall? Wir wollen alle an das Gute glauben und barmherzig sein. Und Barmherzigkeit heißt, dass wir mit allen befreundet sind, egal welchen Glauben. Gut muss der Mensch sein. Liebevoll, anderen Menschen helfen. Das ist wichtig. Und wer sagt, dass wir das nicht machen? Also du hast das Gefühl, dass wenn ich jemand sage, komm zum Herrn Jesus Christus, tue ich ihm was Böses. Sag ich Ihnen da etwas Böses, sag ihm das nicht in Liebe. Ich nehme irgendeinen, den ich nicht liebe, nehme ich einfach zu unserem Herrn. Wir machen das nur Menschen, die an Jesus Christus glauben, jetzt wirklich die Wahren sind. Aber dabei sind wir es alle, egal aus welchem Glauben. Jeder, der zum Herrn kommt, ist gerettet. Jeder, das steht geschrieben. Er ist, das, und es ist der Weg. Egal, wie er den Herrn nennt, weil er weiß, er ist damit gemeint. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, nur durch ihn, ganz einfach. Und wenn ihr euch eure eigene Religion bildet und eure eigene Bibel euch macht, da bin ich nicht schuld dran. Wenn du denkst, dass in der Bibel drin steht, dass du jede Religion akzeptieren musst und jeden Gott preisen sollst, dann tu das, wenn du das möchtest. Dann bist du aber leider verloren. Deswegen halte ich auch mehr von den alten Text. Dann leugnest du ja die Wit um. Jungs. Nein. Jungs. Pass auf. Ich sagte das in Liebe. Tu Buße und komm zum Herrn. Wirklich. Was du sagst, wird dich nicht erretten. Du kannst so viel von Liebe reden, wie du möchtest, das wird dich nicht erretten. Erretten? Ich habe die gleichen Gaben wie Jesus Christus, also glaube ich nicht, dass ich errettet werden muss. Jungs, hallo. Ich kann nicht übers Wasser gehen, aber heilen kann ich. Ja, okay, so gut. Ja, du hast eine Frage, hallo? Jungs, nein, ich wollte nur was vorlesen für die Leute, die die ganze Zeit reinkommen und Reza und dich verurteilen, weil ihr richtet, aber ihr richtet nicht. Ihr richtet nur die Leute, die sich Christen nennen. Und deswegen wollte ich was vorlesen. In einem frühen Brief schrieb ich euch, ihr solltet nichts mit Menschen zu schaffen haben, die sich auf Unzucht einlassen. Doch damit meinte ich nicht Ungläubige, die Unzucht treiben, habgierig sind und stehlen oder Götzen anbeten. Wenn ihr solche Leute meiden wolltet, müsstet ihr ja die Welt verlassen. Lehre auch die Lehre von Hildegard von Bingen. Hexenkönigin, sei mal ruhig. Was ich meinte, war, dass ihr keinen Kontakt zu jemand haben sollt, die sich als gläubig bezeichnet und doch Unzucht treibt, habgierig ist, Götzen anbetet, flucht, sich betrinkt oder anderen beraubt, meine ich. Mit solchen Leuten sollt ihr auch nicht zusammen essen. Es steht uns nicht zu, Außerstehende zu richten, aber es liegt uns ganz in gewiss in eure Verantwortung, diejenigen Gemeindenmitglieder unter euch zu richten, die derartige Sünden begehen. Die Außerstehenden wird Gott richten. Doch in der Schrift heißt es, ihr sollt das Böse aus eurer Mitte entfernen. So, dass wir jetzt alle die ganze Zeit reinkommen und sagen, die Brüder richten hier. Ja, genau. Das ist erst unter 5. Genau, dass wir die Leute, die reingekommen sind, die sich Christen nennen, Wölfe im Schafspelz, dass wir richten müssen und die sofort auch rausschmeißen müssen. Jo. Ne? Und das waren genau die richtigen Verse dafür. Ja, Amen. Amen, Bruder. Na okay, ich gehe jetzt auch raus, Jungs. Tschüss. Gott segne dich. Ja, Gott segne dich. Sehr gern. Bruder Reza. Ja. Es ist unfassbar, ne, was hier auf TikTok ist, ne.
Das TikTok ist ja nur einfach nur ein Spiegelbild der ganzen Gesellschaft da draußen. Wenn du in die Gemeinde siehst, wenn du in die Gemeinde gehst, dann siehst du eben überall dasselbe Bild. Das ist dasselbe Bild wie auf TikTok auch. Das ist alles dasselbe. Das ist Laodicea, was der Herr Jesus selber gesagt hat, vorhergesagt hat, dass er sie ausspeien wird. Ja. Egal wie oft man sie auch durch die Schrift ermahnt und führt und versucht, sie zur Umkehr zu bringen, sie sind einfach blockiert. Es ist schwieriger, einen Laodicea-Christen zur Wiedergeburt zu bringen, anstatt einen Moslem oder einen Atheisten. Ja. Ich habe bis jetzt nicht geschafft, einen einzigen Laodicea-Christen zur Wiedergeburt zu bringen. Aber Katholiken habe ich schon geschafft. Das ist ja hohe Babel, das ist ja nicht die Laodicea. Atheist, Moslem, alles Mögliche habe ich das bis jetzt geschafft, durch die Hilfe des Herrn zum Herrn zu bringen, aber nicht einen einzigen Laodicea. Und dann habe ich mich gefragt, warum das so ist. Und dann steht das ja ganz normal in Offenbarung 3, wenn der Herr Jesus sagt, ihr seid lauwarm und deswegen speie ich euch aus. Das heißt, es gibt kein Umkehr. Hi. Die sind alle unter dem Fluch Gottes. Hallo. Hi. Hallo, grüß dich. Grüß euch. Ja, ich bin eigentlich schon manchmal hier im Live dabei gewesen. Ich höre auch manchmal so zu. Und ich stelle mir hier manchmal ein bisschen Fragen. Weil ich habe mitgekriegt, sobald jemand nicht irgendwie hier an Gott glaubt, wird er Satanist genannt. Nein, das stimmt nicht. Da hast du nicht richtig zugehört. Also ich war da bei unpassenden Momenten dabei. Kann natürlich auch sein. Weil wegen Schule kann ich nicht die ganze Zeit dabei sein. Also. Genau. Ja. Ja, genau. Also es waren jetzt gerade Freimaurer da und wir wissen ja, dass die Freimaurerei ein esoterischer Fangarm des Satans ist, um die Menschen auf eine falsche Erleuchtungsschule zu schicken, hinweg vom Geist des Herrn, vom Heiligen Geist. Und deswegen müssen wir rigoros dagegen angehen, dass sie nicht einfach sich hineinbegeben und die Menschen verführen. Okay. Ich hatte da dann auch mal eine Frage vor ein paar Lives, weil ich habe nämlich so einige Klassenkollegen, die meinen, ich wäre Satanist, weil ich Atheist bin, weil ich nicht an Gott glaube. Und ich möchte mal wissen, wie ihr das Ganze seht. Das hatte ich auch schon. Es gibt Atheisten, die eben so eine Art von sozialdarwinistischen Satanismus praktizieren, glauben. Das ist der Anton LaVey'sche Satanismus zum Beispiel. Das ist so eine Art sozialdarwinistisches Gedankengut, wie man sein Leben führen sollte. Ja? Also ein Beispiel, der Herr Jesus sagt, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halte ihm auch die rechte hin. Der Satanist sagt nein. Wenn mich jemand auf die linke Wange schlägt, schlage ich ihm 30-fach zurück auf seinen Kopf. Ich halte nicht die Wange hin. Also antichristlich. Aber halt, was das Leben betrifft, ganz normal das Leben, was der Mensch da draußen jeden Tag lebt. Was aber den okkulten Satanismus betrifft, den Teufelsanbetung mittels Rituale, das ist wiederum eine andere Art von Satanismus. Es gibt den Atheismus, den atheistischen Satanismus, Sozialdarwinismus und den okkulten Bereich des Satanismus. Was mit Ritualen, Dämonen, Beschwörung und so weiter, also dieses metaphysische Element, der da reinkommt, auch sich beschäftigt. Du bist wahrscheinlich einfach nur ein Atheist, der an nichts glaubt. Genau. Richtig? Genau. Ja, dann bist du kein Satanist automatisch. Ja. Also du ich denke. Einfach jemand, der an nichts glaubt, aber das ist auch falsch. Weil du weißt ja nicht, was im tiefsten Universum, wenn ich dir sagen würde, ich habe Gott gesehen, der war im tiefsten Universum. In einer Galaxie. Und er hat zu mir gesagt, ich sollte hier dir von ihm erzählen. Da kannst du es ja nicht verneinen. Das kannst du ja nicht wissen, weil du nicht hingehen kannst und das überprüfen kannst. Also du musst es lassen. Du kannst aber auch nicht wissen, ob er es existiert. Das hat Problem. Wenn ich dir sage, er hat mich dahin mitgenommen und hat gesagt, ich bin in der Galaxie XY und gehe hin und sag diese Mädel heute Höll oder wie du heißt. Ist ein Keyboard Smash, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Sag ihr, dass ich da bin in dieser Galaxie. So, was willst du das jetzt verneinen oder da kannst du nichts dagegen tun, richtig? Du musst es so stehen lassen. Es kann sein, aber es kann auch nicht sein, richtig? Ist eine 50-50-Chance, ja. Siehst du, deswegen bist du kein Atheist. Dann bist du schon ein Agnostiker. Das heißt, du kannst nicht mit Sicherheit sagen, ob es Gott gibt oder nicht. Ein Atheist ist jemand, der sagt, nein, ich kann mit Sicherheit sagen, es gibt keinen Gott. Aber bis jetzt habe ich immer nur von so Atheisten gehört und Gläubigen. Mehr habe ich jetzt auch nicht.
Bin ich ja, ganz dann ehrlich. Bist du eher ein Agnostiker. Agnosis, Gnosis, das griechische Wort von Wissen, Erkenntnis. Anti, A, steht für Antignosis. Also man kann nicht mit Sicherheit herausfinden, ob es Gott gibt oder nicht. Du bist ein Agnostiker, Agnostikerin. Oh, easy, auch was Neues gelernt. Aber du bist auch noch jung, gell? Du bist noch ja, sehr jung. Ich bin 15, ja. Ich bin. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob du hier im Live bist mit 15 Jahren. Wie ist es recht? Keine, ich glaube, ich muss die rausschmeißen. Ich glaube, der Live wird eingeschränkt. Aha, kein Problem, easy. Ciao. Verstehe ich. Wie ist die Bibel? Aber findet die Bibel, genau. Findet sie. Ja. Habe ich schon. Meine Familie ist größtenteils religiös. Ja, okay. Nochmal lesen. Das Neue Testament nochmal lesen. Fang das Johannes-Evangelium an. Lies das Johannes-Evangelium. Lies das von Neugeborenen. Kann man machen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Danke dir. Und Gottes Reichen sehen wir. Ciao, ciao. Ja, das wir können noch nett sein. Ne? Ich wollte einmal was sagen, Gräser. Es ist unfassbar, dass wir in einer Zeit leben, wo die Menschen sich von Gott getrennt, also von Gott abgekapselt haben und meinen, nee, ich brauche doch keinen Gott. Guck mal, ich habe alles. Meine Mutter hat mir ein neues Handy gekauft. Ich kann mit meinen Freunden rausgehen. Ich kann spielen. Ich brauche keinen Gott. Mir geht's gut. Ich kann zum Arzt gehen. Also warum brauche ich Gott, wenn ich doch alles habe? Ich kann doch mein Leben genießen. Verstehst du, Reza? Wie der Teufel die Menschen verblendet hat. Warum? Ich will lieber mit meinen Freundinnen Spaß haben. Ich will Jungs kennenlernen. Ich will das nicht verzichten. Ich will nicht Gott an Gott glauben. Wenn ich an Gott glaube, dann denken die, ich bin verrückt. Weil sie denken, da gibt es niemand. Wo ist denn Gott? Aber der Jesus sagt, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ja, man kann das auf etwas ganz Einfaches herunterbrechen, das Ganze. Ja. Wenn wir zum Beispiel das Tierreich beobachten, sehen wir niemals, dass sie Gott anbeten, die Tiere. Ja. Du siehst niemals einen Ochse, der sich hinkniet und so, Gott, ich danke dir, dass du mir Heu und Wiese zum Essen gegeben hast. Ja, aber du siehst einen Menschen, dass er Gott anbetet und dankt dafür, dass er zum Beispiel das Essen bekommen hat von Gott. Das ist der Unterschied zwischen einem Tier und einem Mensch. Der Mensch glaubt an Gott, ein Tier glaubt nicht an Gott. Ja. Das ist der Unterschied. Und deswegen musst du selber entscheiden, auf welchem Niveau du weitermachen willst. Auf dem Niveau eines Tieres, der sich nicht Gedanken darüber macht, was der Sinn seines Lebens ist, der einfach primitiv aufgrund seiner Instinkte angetrieben die Welt durchstreift und einfach auf Fressen und auf Reproduktion, sexuelle Reproduktion und Überleben getrimmt ist, oder ob du ein höheres Wesen sein willst, ein Mensch, der eben danach fragt, warum bin ich hier? Wer hat mich denn so gemacht? Ist das zufällig? Wenn ich meinen Körper betrachte, wie unglaublich perfekt, intelligent das gemacht worden ist. Wie kann ich denn überhaupt mich selber anschauen und über mich selber reflektieren? Wer hat mir diesen Geist gegeben, dass ich sagen kann, ich existiere, dieses Bewusstsein? Das ist ja alles Wunder, Wunder nach Wunder, Wunder nach Wunder. Ja. Das macht jetzt das Tier nicht. Das Tier schaut sich nicht an und sagt, das ist ja unglaublich perfekt erschaffen. Wer hat das gemacht? Ist das zufällig entstanden oder nicht? Hast du schon mal einen Schimpansen gesehen, der so nachsinnt darüber? Oder einen Goldfisch? Ein Goldfisch, der sagt, das ist ja unglaublich intelligent hier um uns herum alles erschaffen. Nein, das macht nur ein intelligentes Wesen. Der geht auf der Suche nach dem Schöpfer, wer das geschaffen hat alles. Ja, und gibt sich damit nicht zufrieden wie ein Tier und lebt sich davor, einfach lebt vor sich hin in seinem Leben und stirbt irgendwann mal. Das ist ein Tier. Auch wenn er auf zwei Beinen geht. Das hat damit nichts zu tun. Schimpansen laufen auch manchmal auf zwei Beinen. Ich habe letztens gesehen, ein Gorilla ist auf zwei Beinen gelaufen im Zoo. Aber ich würde nie sagen, dass weil er auf den zwei Beinen läuft, dass er ein Homo sapiens ist. Nein, es gibt viele Schimpansen da draußen. Oder? Gorillas gibt es sehr viele da draußen, die auf zwei Beinen laufen. Aber das ist der Unterschied zwischen Gorillas und uns, dass wir eben nach dem Sinn des Daseins fragen. Das ist der einzige Unterschied zwischen Tier und Mensch. Du hast ein gutes Beispiel gemacht, der Film Der Planet der Affen. Ja. Das ist so heftig. Der Satan macht sich einen Witz über die Menschen. Ja, das sind der Planet Affen. Der Affen. Ja, weil die sich auch so benehmen. Weil die halt auf so einem niedrigen Niveau dahin siechen. Haben sie auch nichts anderes verdient, so wie der Satan sich doch über den lustig macht und sagt, das ist der Planet, wo nur Affen rumlaufen. Hast du gesehen, wie die so Affen mit Panzer
Ja, ja. Und dann so mit Maschinengewehren und dann so dann die Affen rumschreien und dann so schießen, der sagt dann, der lässt sich tot. Und die Raffen, die Leute, die ins Kino gehen, denken, ja, die gucken seinen Film über so Affen. Aber die raffen nicht, dass der Satan ja sieht, diese Kinobesucher selber meint. Und lacht sich kaputt. Das ist so krank, der lacht sich sowas von kaputt, der Satan. Ja, so leider ist das so. Die Menschheit hat sich selbst in so eine Lage gebracht. Ne? Und natürlich auch ich wette mit dir, wenn der Satan und seine Engel sich zeigen würden, die Leute würden trotzdem den nächsten Tag alles vergessen haben. Kaffee, die würden das alles vergessen, denen ist es egal. Ja, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wenn der Jesus wirklich demjenigen mal kurz das Tor zur Hölle öffnen würde in einer Vision und die Leute würden wissen, wie die Hölle aussieht, dann würden die, glaube ich, erstmal ein Jahr psychologische Betreuung brauchen. Da würde also, keiner mehr Spaß machen. Also wenn der Herr Jesus Christus wirklich alle Menschen einmal jeden Einzelnen sagt, guck mal, in die Hölle schauen lassen würde. Der Mitbewohner auch, die ihn so anpassen. Hä? Genau. Dann würden die nicht mehr so rumlachen. Am nächsten Tag bräuchten sie wahrscheinlich lebenslang psychologische Betreuung. Ja. Und dann würde auch keiner mehr so sich lustig machen darüber. Aber der Herr macht das nicht. Nur bei bestimmten Menschen macht er das. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Es ist in seinem Ermessen. Ja, da ist jemand dazugekommen. Hallo? Hallo, ja. Ja. Hallo, grüß dich. Hallo. Ich hätte jetzt eine männliche Stimme erwartet. Bei Leutnant? Nein, nein, ist mein Spitzname. Darf ich fragen, bist du eine Christin? Ja, ich habe mich mit 16 bei den Baptisten taufen lassen, bin jetzt aber nicht mehr in einer Gemeinde, sondern in so einem kleinen Hauskreis, wo wir nur die Bibel nehmen als Grundlage. Ja. Ja, ja, das ist gut. Ist denn der Herr Jesus Gott für dich? Hm? Ist der Herr Jesus Gott? Ja. Glaubst du an die Trinität? Ja. Okay. Warum bist du nicht mehr bei den Baptisten? Ich bin der Meinung, dass Ostern, Weihnachten und solche Festtage meiner Meinung nach an Götzendienstgrenze, ne? Ja, aber ist doch das einzige alles Problem. Nicht. Nee, und die, wie soll ich das sagen, die sind in der Gemeinde, wo ich war, sehr, sehr weltlich, zum Beispiel auch Geschiedene, die wieder heiraten oder dass sie Geschiedene heiraten und sowas und das befürworten. Ja. Aber in der Bibel geht ja ganz klar hervor, dass das nicht befürwortet wird, ne? Ja, genau. Ja, genau. Es gibt Ich bin selber auch geschieden. Also mein Mann ist weg. Ich bin alleine mit zwei Kindern. Ich bin aber auf dem Standpunkt, entweder er wieder bei mir oder ich bleibe alleine. Hm? Ja. Ja, gut. Natürlich, wenn es gibt eine Klausel, wenn der Mann natürlich oder die Frau die Ehe bricht, dann hast du die Möglichkeit, wenn du möchtest, du kannst vergeben, aber wenn du es nicht schaffst, über diese Sache hinwegzukommen, dass du dich dann halt trennst und derjenige, der die Ehe gebrochen hat, eben der muss alleine bleiben, Zeit seines Lebens. Aber dass du dann halt heiraten darfst. Bruder Refer, ich habe mal eine Frage. Ne? Ja. Was passiert, wenn beide gleichzeitig die Ehe brechen? Dann dürfen beide nicht mehr heiraten. Okay. Dann ist vorbei. Bruder Reza, war da nicht auch was mit der Glaubensfrage? Wenn der Partner nicht glauben würde, dann darf man sich doch dann auch scheiden, oder nicht, Bruder Reza? Oder habe ich das falsch verstanden? Nein, 1. Korinther 7 sagt der Apostel Paulus, wenn du als Ungläubiger in die Ehe gehst, ganz normal, ihr seid beide ungläubig, dein Partner und du, oder deine Partnerin und du, und du innerhalb der Ehe zum Glauben zum Herrn Jesus kommst. Und der ungläubige Partner kann das nicht mehr ertragen. Ja, du redest ganz über den Herrn Jesus, du liest die Bibel, du gehst in die Gemeinde und dein Leben dreht sich nur noch um den Herrn Jesus und der ungläubige Partner kann das nicht ertragen, so mit dir zusammenzuleben. Dann kann der Ungläubige sich natürlich, wenn er scheiden lassen will, kann er gehen, aber der Apostel Paulus sagt, ihr dürft euch nicht scheiden lassen normalerweise. Nur wenn der andere unbedingt sich scheiden lassen will, dann bist du nicht gebunden, dann kannst du heiraten. Nochmal. Ach so? Aber dann auch. Ja, ja. So hatte ich das nicht verstanden. Ja, deswegen genau, da bist du nicht gebunden. Das heißt, du bist frei, dann erst nochmal, aber dann ist das auch das letzte Mal, eine wahrhaftig Gläubigen nur noch zu heiraten. Also wahrhaftigen Wiedergeborenen. Klar wissen wir nicht im Endeffekt, wer wirklich wiedergeboren ist, aber zunächst erstmal, dass wir hingehen und denjenigen prüfen oder diejenigen über einen längeren Zeitraum kennenlernen,
an der Hand der Schrift prüfen und dann unter Gottes Segen im Gebet das alles in die Hände des Herrn legen und dann heiraten. Ne? Aber klar, innerhalb der Ehe, wenn der ungläubige Part sich scheiden lassen will, dann kann er gehen. Dann kannst du heiraten neu. Aber dann ja, er war gläubig, aber dann ist er abgefallen vom Glauben, dann in die Alkoholsucht zurück und dann hat er mich, 2019 hat er mich dann verlassen und die Scheidung eingereicht. Ja, aber er ist jetzt ungläubig. Ja, er ist abgefallen dann, und er ist auch nicht zurückgekommen. Er ist in der Welt komplett jetzt. Ja, wenn er gläubig geblieben wäre, dann dürftest du nicht weiter heiraten, dann musstest du dich mit ihm versöhnen. Wenn er jetzt nicht Ehe gebrochen hat. Das ist auch schon vorher passiert. Das hatte seine Anfänge vorher. Dann bist du frei. Aber da habe ich wohl vergeben. Also ich habe immer wieder vergeben. Und bis dass der Tod euch scheide, war meine Meinung. Ja. Und ich habe immer wieder vergeben, aber er ist am Ende gegangen. Ja, genau. Dann bist du frei. Dann bist du frei, eben weil er jetzt ungläubig ist. Du kannst ja nicht einen Ungläubigen heiraten. Deswegen bist du jetzt frei, weil er die Ehe gebrochen hat und auch noch ungläubig ist. Du kannst heiraten, er nicht. Wenn er jetzt heiraten würde, würde er unter Fluch Gottes kommen. Und er ist so anscheinend unter dem Fluch Gottes. Man sieht das ja schon, wie du das schon erklärst, dass er langsam, aber stetig dann unter dem Fluch Gottes ist. Ja, es ist immer schlimmer geworden. Also erst hat er sich abgewendet, dann zurück in die Alkoholsucht und jetzt komplett weg. Also. Ja, genau. Dann ist der Zorn Gottes über ihn jetzt komplett. Vorbei. Es ist um ihn geschehen. Du aber, weil du noch im Herrn bist, darfst du heiraten. Aber für dich kommt auch nur ein Gläubiger in Frage. Das weißt du auch dann. Ne? Du musst auch anhand immer prüfen. Ja. Du musst anhand der Schrift immer auch prüfen, ob der Partner auch in der richtigen Lehre ist, dass er nicht in einer fremden Lehre ist, in einer Ehelehre. Auch wenn er gläubig ist, auch wenn er Jesus sagt. Das interessiert keinen. Er muss in der gesunden Lehre sein. Und dann darfst du heiraten. Für den Part, also für den Ehebrecher, gibt es keinen. Also wenn der Partner das nicht mehr mit ihm machen möchte, die Ehe weiterführen, dann hat er Pech gehabt. Oder diejenige hat Pech gehabt, die Ehe gebrochen hat. Dann ist vorbei. Dann musst du alleine bleiben. Außer Ehebruch darf sich der Mensch nicht scheiden lassen. Gibt es keine Möglichkeit. Ne? Ja, und selbst da steht ja im Evangelium wegen eurer Herzenshärtigkeit, ne? Ja. Der Herr Jesus sagt ja, ne, es gibt keinen Grund, die Ehe zu scheiden, außer Unzucht. Also Sex außerhalb der Ehe, das schließt auch mit Ehebruch ein. Weil wenn ein Partner Sex außerhalb der Ehe hat, es ist ja auch Unzucht, aber in dem Moment ist es ja auch Ehebruch, weil er außerhalb der Ehe Sex hatte und nicht innerhalb der Ehe mit seinem Partner. Die Ehe ist dann gebrochen. Jetzt liegt es an den Partner, ob er das vergibt oder nicht. Aber er muss nicht vergeben. Er ist nicht verpflichtet zu vergeben. Aber er kann. Oder diejenige kann vergeben. Dann hat er Glück gehabt, der andere, der Ehebrecher. Wenn er das nicht vergibt und damit nicht klarkommt, dann ist es vorbei. Ja, und ich habe noch die Sache mit der Kopfbedeckung, die war in meinem Hauskreis auch nicht. Ich habe das so verstanden, dass ich das als Zeichen für die Engel mache, dass ich mich unterordne. Ja, genau. Also beim Beten, in der Versammlung, zu Hause auch generell beim Beten. Ja, genau. Wenn du dir vornimmst, jetzt gehe ich ins Gebet. Ja, nicht einfach durch diesen, weil wir beten auch zwischenzeitlich immer beim Gehen oder beim Laufen, beim Einkaufen. Du weißt ja, der Heilige Geist gibt uns einfach die Gebete ein. So. Aber wenn du dir jetzt wirklich vornimmst, nein, ich gehe jetzt ins Gebet lange, dann musst du dich auch zu Hause alleine bedecken vor dem Herrn. Und die haben die Meinung vertreten, nur wenn man verheiratet ist oder nur wenn ein Bruder lehrt. Also für mich war das, dass man den Engeln damit seine Unterordnung zeigt, weil die Engel sehen ja, was wir machen. Ja, genau. Genau. Auch alleine zu Hause, wenn du ins Gebet gehst, extra, dann musst du deinen Kopf bedecken. Auch in der Gemeinde. Ja. Das ist auch ein eingebauter Test, um vor allen Dingen rebellische, emanzipierte Frauen Es ist nicht angenehm fürs Fleisch, sagen wir es mal so, aber. Ja,
Es ist ein Gehorsamschritt, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Um zu schauen, das ist ein eingebauter Test vom Herrn, um zu sehen, ob eine Frau rebellisch ist im Fleisch die ganze Zeit. Ob sie fleischlich ist. Ja. Und dann sieht man die Gesinnung, ob jemand geistlich ist oder jemand fleischlich ist. Fleischliche Frauen werden rebellieren. Geistliche Frauen würden sagen, oh, das ist mein Fleisch, oh, aber ich muss um den Herrn willen. Ja? Der Geist trumpft über das Fleisch. Das sind geistliche Schwestern. Ja. Aber wenn eine Frau hingeht und sagt, nein, das ist Paulus, das ist seine Meinung. Das ist nicht vom Herrn. Paulus war ein Frau. Das habe ich auch schon, das habe ich auch schon da in der Gemeinde zu hören bekommen. Paulus war eine Frauenhasser und da kannst du die Gemeinde direkt vergessen. Da kannst du tun. Und du siehst, wie schwierig es ist, ja, wirklich wahrhaftige Geschwister im Herrn zu finden in den Gemeinden. Das kannst du vergessen, die Gemeinden. Die sind alle aufgeweicht. Alle. Das also es wird nur noch so ein Wohlstandsevangelium verkündigt, ist mir aufgefallen. So wirklich Wohlstandsevangelium, so wie es einem gerade passt und dass es dem Fleisch auch schön gut tut, ne? Genau, das sind fleischliche Gemeinden. Dass es dem Fleisch gut tut. So einfach ist das. Und dann deswegen sagt der Herr Jesus in Offenbarung 3 eben über diese letzte Endzeit-Christenheit, dass das lauwarme sind. Ja. Weder heiß noch kalt, sondern so ein Zwischending. Und das bekommt dem Herrn nicht. Und deswegen sagt er ja uns zum Beispiel lauwarm, weil wir selber lauwarme Sachen nicht mögen. Wenn wir was Kaltes trinken wollen, dann gucken wir, dass das Eis kalt ist, damit das auch uns schön bekommt. Dass das, ne? Oder ganz heiß. Heißen Kaffee oder heißen Tee. Ja? Aber nicht lauwarm. Lauwarmen Tee tun wir wegschütten. Ja, das ist ja auch das Gleichnis mit den Herr, und der sagt am Ende, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Ja, genau. Genau so ist das. In speziellen, natürlich die Charismatiker, ne? Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben. Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Das heißt, die denken, die haben eine Beziehung mit dem Herrn Jesus, und der Herr Jesus hat die Tür zugemacht. Und der beobachtet die nur und hat den Zorn über sie. Ja, weil ich war zwischendurch abgekommen vom Weg, bin aber wieder zurückgekommen. Was heißt abgekommen? Dass ich sehr gehadert habe und auch nicht im Glauben unterwegs war. Dann, wo mein Mann mich verlassen hatte, hatte ich ein Jahr, wo ich weg war und wo ich auch nicht mehr gebetet habe und nichts. Und dann hatte ich einen sehr schweren Autounfall und dadurch bin ich zurückgekommen. Ja, aber da stimmt irgendwas nicht. Weil wenn du wiedergeboren wärst, kannst du nicht sagen, ich habe ein Jahr nicht gebetet. Das geht nicht, weil wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, laut der Schrift. Ja, ich habe gehadert, ich habe mich gefragt, warum hat er das zugelassen und wir komplett ihn für den Bösen in dem Jahr gehalten. Weil ich hier alleine saß mit Schulden und alles und den Kindern und habe dann auf die Umstände geguckt und nicht auf den Herrn. Ne? Ja, aber was heißt denn, bist du denn vom Herrn auch abgefallen oder wie darf man das verstehen? Ich war auch psychisch fertig. Ich war psychisch fertig, habe Medikamente bekommen und alles und Ja, und dann hast du Buße getan vor einem Jahr oder was mit dem Autounfall? Ja. Da hast du wahrscheinlich gedacht, der Herr erlaubt das nicht, dass du so lebst in der Welt oder wie? Ja. Dass er dich zum Umkehr bringen möchte. Ja, das war mir klar. Ja, dann bist du meiner Meinung nach erst seit einem Jahr wiedergeboren, weil du kannst nicht als Wiedergeborener, der mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, nach Epheser 1,13, abfallen. Das geht nicht. Ja. Egal, was passiert, du kannst deine ganze Familie verlieren, dein Mann, der Heilige Geist weicht ja nicht von dir, sonst würden wir ja die Schrift zu Lügner machen. Wenn der Herr sagt in Epheser 1,13, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, dann kann er auch nicht mehr von uns gehen. Ja, ich glaube, vorher, wenn ich ehrlich zu mir bin, war es viel auch eine Formsache, religiös, also nicht religiös, sondern wie bei Baptisten, Mennoniten, da bin ich groß geworden. Ja, ja. Und ich habe mich mit 16 taufen lassen. Mir war bewusst, ich wollte mein altes Leben aufgeben, neues anfangen, aber ich glaube, ich war da, wie kann man das erklären? Ich glaube, ich habe den Sinn davon nicht verstanden.
Ja, du warst gläubig, aber nicht wiedergeboren. Das ist ein großer Unterschied, was ich noch immer wieder den Leuten beibringe. Leute, es gibt einen Unterschied. Markus 4, das ist gleich das mit dem Seemann. Der Herr Jesus erklärt, dass es Leute gibt, die eine Zeit lang glauben, dass diese Zeit lang kann auch 20 Jahre gehen. Ja. Das sind Gläubige, Gläubige. Aber in der Zeit der Prüfung fallen sie ab. Sie gehören nicht zu dem vierten Fall, nämlich die gute Erde, wo das Wort auf die gute Erde fällt. Das sind die Wahrhaftigen. Dass das Glaube alleine, ohne Wiedergeburt, das reicht nicht. Ja. Du wirst abfallen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Der Herr prüft dich, zum Beispiel dann mit dem Mann, mit deinem Mann, und bam, fällst du ab. Ja. Ja, und dann erst, wenn du wiedergeboren bist, dann erst bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und ab dem Zeitpunkt gilt es dann. Dann bist du erst errettet, vorher nicht. Ja, ich hoffe mal, ja, dass das jetzt alles seinen guten Bahnen geht, dass du mit dem Herrn dann dein Leben bestreitest bis zum Ende, bis zur Entrückung oder halt bis zum zeitlichen Tod, ist egal, dass das alles dann klappt mit dir und dem Herrn. Ja, hast du sonst noch Fragen? Irgendwas? Nein. Okay, alles klar. Mach jetzt mal sowieso Essen für die Kinder und ich höre noch ein bisschen hier zu, aber ich gehe dann raus für jetzt mit dem Essen. Ja, alles klar, dann wünsche ich dir alles Gute, dem Herrn Jesus anbefohlen. Bis bald. Danke, ja. Ich wünsche dir auch gottesreiches Segen. Danke. Bruder Reza. Ja, bitte. Wie böse du doch bist. Merkst du das, wie böse du doch bist? Ja, ich bin ein Bad Boy. Da kann ich nichts dafür. Ne? Als Bad Boy geworden, ich kann nur böse sein. Weißt du, jetzt kommt keiner hoch und sagt, boah, schön hast du das gemacht, du hast schön mit dir gesprochen, schön erklärt. Oder bei der einen vorhin, weißt du? Ja, ja, ja. Da kommt keiner hoch. Aber hochkommen zum Schimpfen, da kommen sie alle. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das ist kein Problem. Ich weiß. Ich weiß ja, womit ich zu tun habe. Wenn ich das nicht wissen würde, dann würde ich mich aufregen. Aber ich weiß ja, womit ich zu tun habe. Ich kenne ja meine Leute. Ja. Aber das ist ja auch ja, ein tragischer Fall, ne? Das ist heftig. Ja, übelst. Was die Schwester da gerade uns gesagt hat, ne? Aber du siehst, der Herr stellt uns auch in schwierigen Aufgaben, damit du geprüft wirst. Ne? Aber sie hat schon starke Prüfungen hinter sich. Ja, ja. Das ist schlimm. Da hat der Herr ihr gezeigt, dass ihr Glaube nicht echt war, dass das nur an äußeren Dingen gebunden ist, der Glaube. Aber es ist nicht von innen her, vom inneren Kern her, durch die Wiedergeburt. Es hat keine Tiefe, es hat keine Wurzel. Ja, es ist so, ja, einfach wie so ein, Blume, das einen Tag überlebt und dann wieder untergeht. Ja, ja. Ja, so ein Eintagsfliege oder sowas. Ja, ja, ja. Und der Glaube ist dann nicht auf Felsen gegründet. Es ist halt leider auf Sand und deswegen wirst du abfallen. Ja, leider, ne? Leider. Ja, ja, ja. Das muss man mal schauen. Aber da sieht man auch, dass sie eben gesagt hat, dass die Baptisten eben auch alle lauwarm sind. Ne? Oder was ist alle? Da diese Baptisten, die sie kennengelernt hat. Ja. Und das ist ja so. Leider. Die Baptisten stecken ja auch in den heftigsten Ehelehren. Die taufen auch, glaube ich, Kleinstkinder oder sowas. Babys manchmal, habe ich auch schon gehört. Oder die sehen sogar in der Wassertaufe die Wiedergeburt oder generell den Glauben. Und das ist absolut falsch. Ja? Wir werden nur mit dem Heiligen Geist getauft. Das sind die wahren Kinder Gottes. Ich habe dir eine Anfrage geschickt, komm doch mal rein. Nimm doch mal an. Sonst könnten wir ja mit einem Flugzeug, weißt du, ein Wasserflugzeug gleicher, könnten wir über die Welt fliegen und alle heilen, weißt du, ich meine, Bruder Reza. Achso, ja, Wasser über die Leute schleusen. Ja, ja, das genau, wäre leicht, weißt du, einfach regnen lassen und alle sind. Ja, genau. Gottes Segen. Hallo. Segen, hallo. Oh, Gottes Segen. Warum soll ich hochkommen? Ja, du hast doch da was geschrieben. Ja, wegen der Baptistengemeinde, dass die auch Babys taufen und so. Das stimmt überhaupt gar nicht. Also ja. Hören und sehen ist doch schon was anderes, ne? Ja, gut. Aber die Baptisten stecken in etlichen Ehelehren. Ne? Und sind auch welche lauben. Meinst du denn?
Was haben die denn jetzt? Habe ich da schon wieder vergessen, was die Baptisten alles für Sachen machen? Da muss ich noch mal kurz in mich gehen. Also ich bin ja in einer Baptistengemeinde und ich habe meine Bibel immer dabei und ich kann dir sagen, da wird nichts irgendwie außerhalb der Bibel irgendwie ausgelegt. Zum Beispiel. Ja. Und bei uns werden auch keine Babys getauft. Wann empfängt man den Heiligen Geist nach der baptistischen Lehre? Du wirst getauft. Den Heiligen Geist hast du, wenn du Buße tust und an Jesus Christus glaubst. Und dann, wenn du glaubst, lässt du dich taufen, richtig? Ja. Und das tust du erst dann, wenn du das willst, nicht als Baby. Als Baby, das ist unbiblisch. Babys werden eigentlich nicht getauft. Ich habe gehört, dass auch Baptisten noch Babys taufen. Ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Dass deine Gemeinde jetzt da in der Hinsicht dann was korrekt macht, das kann sein. Aber dann macht die andere Gemeinde wieder etwas richtig, was deine Gemeinde wieder was falsch macht. Naja, was ist richtig und was ist falsch? Also, was die Heilige Schrift sagt. Bitte? Was die Heilige Schrift sagt. Genau, was dir die Schrift sagt, das ist richtig, richtig? Ja, und natürlich, da muss ein Ältester sein, eine Führung der Gemeinde, der eben wiedergeboren ist, den Heiligen Geist auch selber hat, der nicht zulässt, dass laut der Schrift auch Ehelehren reinkommen in die Gemeinde. Genau. Ich habe mal eine kurze Frage, ja? Ja. Glaubst du eigentlich an die Vorentrückung oder glaubst du eher an die Nachentrückung? Also in der Hinsicht, dass wir in diese Drangsal kommen, dass wir gechippt werden und dass wir dann ausharren müssen und dass der Herr Jesus ganz zum Schluss uns dann abholt. Naja, grundsätzlich wird er dann ja wahrscheinlich alle verlieren. Deswegen glaube ich daran, dass wir vorher entrückt werden, wenn wir Glück haben. Weil sonst kann er ja niemanden von uns retten. So steht es geschrieben. Und wann er kommt und wann die Entrückung ist, das wissen wir alle. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wann Jesus zurückkommt. Keiner. Ja. Also ich denke schon, dass vor 100 Jahren oder im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg alle geglaubt haben, es ist soweit und er kommt. Und deswegen lasse ich das ziemlich offen, was das betrifft. Er kommt, wenn er kommt. Ja. Was lernen die denn in deiner Gemeinde, was die Wiedergeburt betrifft? Kann man von dem Glauben abfallen? Also kann man sein Heil verlieren? Was lehrt deine Gemeinde? Also das Thema wurde da jetzt so speziell noch nicht angesprochen. Aber es kommt immer darauf an, also ich versuche immer dann das Wort in der Bibel zu finden. Also wenn ich mir unsicher bin, dann bete ich und lese das Wort. Und wenn ich nicht fündig werde, dann frage ich meinen Pastor, den Ältesten, wir kommen zusammen und ich frage. Und dann wird es geprüft. Und das sollte eigentlich auch jeder tun, der hier auch im Chat ist zum Beispiel. Also es gibt ja auch so viele Christen, die lesen nicht die Bibel, die hören und glauben dann. Und sie versuchen immer wieder Dinge herauszufinden und dann können die von A nach Z laufen und jeder sagt was anderes. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja gut, aber da sind auch Baptisten, die auch öffentlich lehren. Und anhand der Lehre können wir bestimmen, ob diese Lehre eben biblisch ist oder ob das eine Ehrlehre ist. Zum Beispiel kennst du diese Frankfurter Baptisten, die auch sehr viel Videos machen. Nee. Diese, wie heißen die denn nochmal? Diese Tobias Riemenschneider und Co. Kennst du die? Nee, habe ich noch nicht gehört. Ja, das sind eigentlich so mit die eifrigsten Baptisten, die ich so verfolgt habe. Aber wir lernen zum Beispiel auch nicht in der Bibel und wir lesen auch nicht in der Bibel, dass wir uns Baptisten nennen sollen. Nee, eben. Also es ist aber jetzt eine Baptistengemeinde. Also ich gehöre zu einer Gemeinde. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich dazu verpflichtet bin, in dieser Gemeinde auch zu bleiben, zum Beispiel.
Ja, aber ich meine damit, woher haben die den Namen, dass sie sich Baptisten nennen? Das, naja, es gibt ja auch die Pfingstler und es gibt ja auch die charismatische Gemeinde. Also, ist deine Gemeinde ein bisschen charismatisch? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ja, aber und es gibt das ist ja auch wieder so ein Thema, viele glauben daran, also die, zum Beispiel ich glaube daran, dass es Zungensprache zum Beispiel, war ja damals, das ist ja auch so ein Thema hier auf TikTok zum Beispiel, die Zungensprache, das ist ja einfach nur eine Fremdsprache, die du sofort konntest, um das Evangelium zu predigen, oder nicht? Ja, das waren die hat dir, Sprachen, ja genau. Genau, die hat dir Gott gegeben. Ja. So, grundsätzlich ist es so, dass jeder in seiner eigenen Sprache das Evangelium heute predigen kann. Ja. Und ich habe selber noch niemanden zum Beispiel gehört, der das sofort konnte. Ich glaube aber, dass Gott die Gabe heute noch geben könnte. Aber ich kenne niemanden, der sofort Chinesisch konnte, ohne es zu lernen. Kenne ich niemanden oder Latein oder Französisch oder sonst irgendetwas, irgendeine Sprache. So, und dann gibt es hier dieses Zungengebet, zum Beispiel, wo charismatische Gemeinden oder auch Pfingstler oder die fangen an, da irgendwie rumzuplappern und das soll nur für Gott sein, also dass Gott das hört. Glaubt ihr daran? Natürlich nicht. Diese Leute haben einen falschen Geist empfangen. Genau, also und deswegen sage ich immer, prüft, also die, ich habe manchmal das Gefühl, die prüfen das nicht. Die werden irre geleitet, was Pfingstler und charismatische Bewegungen zum Beispiel betrifft. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und das alles prüfen. Was steht in der Schrift geschrieben? Und es wird halt da auch falsch ausgelegt. Was darf ich mich auch zu Wort melden? Ja, Sekunde, ich kenne viele Charismatiker, die die Gottheit des Herrn Jesus leugnen und diese Zungensprache sprechen. Kann diese Zungensprache von einem Heiligen Geist sein oder von einem anderen Geist? Die Zungensprache ist ja, also wir reden jetzt von diesem Gelalle, oder? Dieses Gelalle, oder, was sie machen, dieses Gelalle, was die alle machen, dieses Schabba, Schippe, Schabba, Schabba. Ich weiß nicht, also Gott hat mir noch keine Antwort gegeben, was das ist. Nein, ich meine ja, ich kenne Charismatiker, die die Gottheit des Herrn Jesus ablehnen und in Zunge sprechen. Kann diese Zungensprache vom Heiligen Geist sein, wenn sie die Gottheit des Herrn Jesus ablehnen? Natürlich nicht. Siehst du? So einfach kann man die Sache offenlegen. Und es ist genau diese selbe Schabalabalu, was diese Charismatiker sprechen, die auch die Gottheit des Herrn Jesus bejahen. Also das kann doch nicht dieselbe Auswirkung sein, von demselben Geist. Darf ich mal was dazu sagen? Dass du die Gottheit des Herrn Jesus leugnest und Schabba, Schabba, Schabba sagst und dann die Gottheit des Herrn Jesus nicht leugnest und auch Schabba, Schabba, Schabba sagst. Das kann doch nicht dasselbe vom selben Geist sein. Das ist ja zum Beispiel, also gerade in einem Live wurde ich sofort gesperrt oder von einer Schwester, die jetzt auch gerade hier drin ist, die da, glaube ich, auch dran glaubt, dieses Schabbalabadab da, dass das... Dass das eine Sprache ist, die nur Gott versteht, um den Teufel irgendwie außen vor zu lassen oder wie auch immer. Du nicht selber weißt, was du da redest. Ich wollte einmal was dazu sagen. Ich habe auch eine Erfahrung gemacht. Wer spricht in Zungen? Also die da oben? Eine Schwester, die jetzt gerade hier drin ist, wir müssten die Bibel richtig lesen. Das hatte sie mir auch dann gerade gesagt, lies mal die Bibel. Das habe ich getan. Und das, was ich im Korinther lese, ist nicht das, was ihr da fabriziert. Also es mag jetzt, aber ich kann es nicht beurteilen, weil das weiß nur Gott. Wir müssen das beurteilen. Oder Rita? Wir haben den Heiligen Geist und die Armen zu beurteilen. Oder also Rita? Ich habe noch nichts von mir bekommen. Ich wollte mal was Erfahrung. Ich kannte mal hier einen auf TikTok. Der hat auch in Zungen gesprochen, der heißt Eugen, ganz normal wie jeder andere Charismatiker auch. Ja. Und dann hat er in Zungen gesprochen
Und auf einmal waren seine Augen, Eugen heißt er, und seine Augengräser waren auf einmal pechschwarz. Und die, sind, und die meinten alle, was ist denn da gerade mit seinen Augen? Und das hat keiner hinterfragt. Seine Augen waren wie so dieser eine Rapper da, Suzuki da. Komplett schwarz, Schweißausbrüche und redet in Schal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